Dann sagten sie, wer Abu Lubaba und Ali ibn Abi Talib? Sie sagten, فَقَالَ نَحْنُ نَمْشِي عَنْك. O Gesandter Allahs, reite du die gesamte Zeit und wir werden die gesamte Strecke laufen. Wir wollen nicht dieses Reittier in Anspruch nehmen, denn wir fürchten uns darum, dass du erschöpft wirst. Reite du und wir werden die gesamte Zeit mit dir laufend nebenan sein. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen? Er sagte, ma antuma bi aqwa minni. Ihr beide, ihr seid nicht stärker als ich. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine gewisse Stärke gehabt. Und wir haben schon darüber geredet, liebe Geschwister. Und hier sehen wir wieder mal ein wunderbares Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war kein Theoretiker. Es gibt viele Leute von bestimmten Religionsgemeinschaften, die erzählen den Leuten Macht und Macht und Macht und sie selber sind die Schlimmsten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Er sagte zu ihnen, ihr seid nicht stärker als ich. Ich bin in der Lage, ebenfalls zu laufen. وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا. Und ich brauche den Lohn genauso wie ihr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und ich brauche den Lohn genauso wie ihr. Ich bin auch ein armer Diener. Ich brauche die Barmherzigkeit Allahs.